bei 20. Heute habe ich den Jens Hartwig hier. Und der Jens, der spielt den Tristan von Lahnstein. Hi. Was macht denn, ganz kurz, du hast jetzt so deine eigenen 5 Sekunden, was macht denn Tristan aus? Tristan, was Tristan ausmacht? Tristan ist so ein kleines Schlitzohr. Was ihn ausmacht, ist, dass er eigentlich sich ganz viele Dinge rausnehmen kann und trotzdem immer damit durchkommt. Und wann sieht man dich zum ersten Mal? Ab 23. Oktober, 18 Uhr, auf der ARD. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Ich muss noch einmal ganz kurz sagen, falls es euch nicht aufgefallen ist, mir ist es nämlich sofort aufgefallen, der Jens hat extrem viel Ähnlichkeit mit unserem Nationalspieler Özil. Was natürlich ein Kompliment ist, hoffentlich. Selbstverständlich. So, es geht los. Fisch oder Fleisch? Fisch. Rock oder Pop? Rock. Wiedergeburt oder das Nichts nach dem Tod? Wiedergeburt. Angelina Jolie oder Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. Erstes Kind, eher eine Tochter oder lieber ein Sohn? Tochter. Auto oder Motorrad? Boah, das ist eine schwere Frage. Muss ich eigentlich ein Dreirad nehmen, ne? Wieso? Ja, ein Kompromiss. Es war auch eine kleine Steilvorlage, damit du sagen kannst Motorrad, weil der Jens fährt nämlich immer Motorrad. Ne? Du fährst auch mit dem Motorrad. Ich fahre mit dem Motorrad, ja. Das ist richtig. Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Einzelkämpfer oder Teamgeist? Einzelkämpfer. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Kalorienzähler oder Leidenschaftsesser? Leidenschaftsesser. Bauch oder Kopf? Wenn ich jetzt schon überlege, ist es eigentlich Kopf, ne? E-Mail oder Brief? E-Mail. Schicksal oder Zufall? Schicksal. Ist dir schon mal was passiert, dass du an Schicksal deswegen glaubst? Ja, ich glaube einfach, dass die Dinge schon so einen gewissen, also man kann es irgendwie nicht beeinflussen. Ich meine, Schicksal oder Zufall, für mich ist das eigentlich das Gleiche, weil man kann es nicht vorher bestimmen und es passiert so, weil es so kommen musste. Also das ist mir schon ganz oft im Leben passiert. Ja, aber weil es so kommen musste, ist ja Schicksal. Ja, aber es ist auch dann Zufall. Das ist eine sehr moralische, philosophische Runde hier gerade, die wir haben. Wir beenden sie hier mal. Es wird ja jetzt dauert. Wir können auch gerne im literarischen Quartett weitermachen. Ja, da brauchen wir noch zwei. Neues oder Bekanntes? Neues. Wasser oder Land? Wasser. Also kannst du dir auch vorstellen, irgendwann mal am Wasser zu leben? Muss ich nicht zwangsläufig, aber es wäre schwer für mich, mir vorzustellen, ohne Wasser zu leben. Mhm. Weil ich mich auch gerne im Wasser aufhalte. Ich mache ja auch Wassersport. Und mal, ja, ich kann gerne erzählen. Also es gibt ja Leute, die sich im Wasser wahnsinnig unwohl fühlen, aber mir ist es umgekehrt. Also Wasser ist so ein Element von mir. Also ich bin gerne am Meer, ich bin gerne im See. Was ich nicht so gerne mag, sind Schwimmbäder, also so künstliche Schwimmbäder. Feuchtbiotope. Künstliche Feuchtbiotope, ganz richtig. Weil das ist dann irgendwie, das ist zwar auch Wasser, aber das hat dann für mich irgendwie nichts mit so einem Naturerlebnis zu tun. Also See oder Meer. Mhm. Oder auf und ideal zum Wakeboard, den ist auch geil. Ja, jetzt mach nämlich Wakeboard. Das ist voll der coole Kerl, jo. So, jetzt kommen die W-Fragen. Okay. Wer ist dein größtes moralisches Vorbild? Mickey Maus. Ja, jetzt schön hier einmal hier ne, hinfüllen. War auch eine Steilvorlage. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Mein perfekter Tag, also schon mal nicht vom Wecker geweckt werden, ganz wichtig. Dann brauche ich ein ausgiebiges Frühstück. Ich liebe deutsches Frühstück. Also ich meine, die deutsche Küche ist ja jetzt nicht, sagen wir mal, für ihre ganzen Spezialitäten bekannt, aber Frühstück, also Frühstück in Deutschland ist das Beste, was es gibt. Also schön mit Brötchen, Brot, Ei, 6,5 Minuten, ganz wichtig, damit es wachsweich ist. Ach, sehr gut. Ja. Und ja, und danach kann eigentlich schon kommen, was will. Also mit Freunden treffen, vielleicht an den See fahren im Sommer. Ja, also ich bin ein Sommerkind. Und Comics lesen von Mickey Mouse. Comics lesen. Habe ich leider nicht mehr so viele, aber die sind übrigens eingestellt worden, wusstest du das? Nee. Ja, es gibt das, LTB ist leider eingestampft. Das gibt es ja wohl nicht. Welches ist dein Lieblingskörperteil? An mir? Wie du willst. Schultern. Bei dir oder generell? Beides. Wie bei Männlein und bei Weiblein? Bei Männlein und bei Weiblein, ja. Was hat dich am meisten geprägt? Was hat mich am meisten geprägt? Jo. Eltern natürlich, Freunde, Umfeld, Schauspielschule.
Und der Beruf? Schauspieler. Was hat dich denn bei der Schauspielschule am meisten geprägt? Bei der Schauspielschule? Einfach mal so komplett die Hosen runterzulassen. Wie, müsstest du nackt sein, oder was? Nein, verstehe schon. Im übertragenen Sinne natürlich. Ja, ja. Ja. Okay. So ähnlich wie in unserem Impro-Workshop. Wir machen jetzt nämlich montags immer einen Impro-Workshop. Weiterbildung. Mhm. Schadet nie. Worauf kannst du nicht verzichten? Sommer. Sommer und Sonne. Also, ich bin einfach echt ein absoluter Sommermensch. Und was machst du jetzt? Ich meine, jetzt geht es ja jahreszeitlich dem Winter entgegen. Das ist eine gute Frage. Also, jetzt frage ich mich jedes Jahr, wenn der Winter kommt, irgendwie überstehe ich es dann doch immer. Aber ich habe schon ernsthaft überlegt, ob ich im Winter vielleicht mal ein paar Tage wieder wegfahren soll in die Sonne. Also würdest du dir auch niemals vorstellen können, irgendwo in Schweden? In Skandinavien? Nee. Also schwierig. Ich glaube, wenn, dann immer eher Richtung Äquator bei mir. Mhm. Ja, du, Jens, ne? Das war's. Das war's schon? Würde ich mal so sagen. Sind wir jetzt schon wieder durch, oder was? Ja. Ja, und jetzt? Jetzt kannst du noch was in die Kamera sagen oder was vorsingen. Also die meisten haben immer was vorgesungen. Das glaube ich dir jetzt irgendwie. Oder sind auf dem Sofa rumgesprungen. Ja. Entweder du wenn du mitspringst. Sehr gerne. Ja, wir können gerne. Ehrlich? Wir haben doch jetzt einen Improvisationsworkshop. Richtig. Nimm mal auf den Impuls. Ey, Reis, mach mal was. Dann machen wir mal super Schrotten. Komm, wir setzen uns jetzt ganz artig hin. Wir setzen uns ganz artig hin. Wir sind ja auch eigentlich artig. Und sagen den Zuschauern nochmal ganz lieb auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Schauen. Und am 23. Oktober, 18 Uhr, geht's los mit Tristan von Lahnstein. Dem Jens Hartwig. Ja. Bis bald. Ciao.